Bitte hör mir heute mal kurz zu. Und zwar, es geht ums Thema, dass du nicht aufgeben sollst. Ich weiß, du hast es schon oft gehört, aber bitte hör mir trotzdem zu. Gib nicht auf. Das Leben ist echt ab und zu absolut scheiße. Ja? Du versuchst immer etwas, aber es funktioniert nicht. Auch wenn es funktioniert, sind dann wieder deine Gedanken, was dir im Wege stehen, sind dann wieder deine Gefühle, was dir im Wege stehen, sind vielleicht andere Menschen, die dir im Wege stehen, aber irgendwie scheint es nicht zu funktionieren. Man wird müde mit der Zeit. Wenn man immer versucht und probiert und macht und es funktioniert nicht, wird man irgendwann mal ganz müde und dann denkt man sich, für was mache ich das Ganze? Für was reiße ich mir jeden Tag den Arsch auf, dass ich meine Ziele erreiche, dass es meiner Familie gut geht, dass es meinem Unternehmen gut geht, dass es meinem Chef gut geht, dass es diesen und jenen Menschen gut geht. Wenn im Endeffekt das Ganze eh nicht funktioniert. Oft scheint es so, dass das Leben absolut gegen dich ist und im Endeffekt sagt, hey, du bist nicht dafür bestimmt, glücklich zu sein. Du bist nicht dafür bestimmt, erfolgreich zu sein. Du wirst im Schweiße deines Angesichts dein Leben so dahin vegetieren. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Hey, es hört sich absolut doof an und absolut unverständlich an, überhaupt wenn man in dieser Situation ist, wo man schon nicht mehr mag, nicht mehr kann und nicht mehr will, weil alles gegen einen scheint. Aber das Leben prüft dich jeden Tag aufs Neue. Ich habe schon ganz, ganz oft mit dem lieben Herrn da oben gesprochen, oder Dame gesprochen, ja, warum das so kompliziert sein muss. Hey, wie cool wäre es das, wenn es leicht gehen würde, wenn jeder Mensch leicht seine Ziele erreicht, wenn die Menschen liebevoll miteinander sind, keiner jemanden anderen beleidigt oder verurteilt oder gegen jemanden anderen vorgeht. Und da sage ich immer, hey, die Menschen müssen halt ein bisschen lernen, wie das Leben funktioniert. Und aus diesem Grund sind diese doofen Probleme notwendig. Wir sind noch nicht wirklich auf einen Konsens gekommen, ja, aber Fakt ist es ist wirklich so. Wenn du aufgibst, wird dir keiner helfen. Kein Mensch auf dieser Welt wird dir aufhelfen. Natürlich, die Menschen werden dann liebevoll reden, vielleicht bekommst du sogar Sozialhilfe, vielleicht bekommst du dieses oder jenes. Aber Fakt ist, es hilft dir keiner. Ganz egal, ob du gesundheitliche Probleme hast, in deiner Beziehung Probleme hast, da Probleme hast, da Probleme hast. Menschen sind zwar da, aber richtig helfen kannst nur du dir. Und die einzige Möglichkeit ist, dass du dir helfen kannst, ist, dass du dein Ziel erreichst. Und es geht nur dann, wenn du schaust, dass du alle Eigenschaften verkörperst, was du brauchst, damit du dein Ziel erreichst. Das Leben ist nicht nur da, dass wir da sitzen, Fernsehen schauen oder keine Ahnung, vorm Handy sitzen und uns berieseln lassen. Das Leben ist ein Abenteuer, das Leben ist Lebendigkeit pur. Und es ist so wichtig, dass du erkennst, dass das Leben anders funktioniert, wie wir es vielleicht gelernt haben. Du kannst natürlich so leben, wie es viele gelernt haben, die meisten. Du gehst brav zur Schule, schaust, dass du gute Noten hast, hast einen braven Job und dann machst du das und schaust, dass du funktionierst für das System. Ja? Oder du möchtest in Wirklichkeit ein Idealist sein, kein Opportunist. Ein Idealist sein, der was wirklich mehr aus seinem Leben machen will. Hey, hör mir zu, du hast ein Leben. Ein Leben nur. Ja, keine Ahnung, was davor war, keine Ahnung, was danach kommen wird, aber wir haben jetzt ein Leben. Willst du jeden Tag so dahin leben und nur einige schöne Momente haben, wo du entspannt bist und für diese Momente leben? Oder möchtest du jeden Tag sagen können, hey, am Abend, es war anstrengend, es war vielleicht gemein, ich habe Menschen kennengelernt, die waren liebevoll, andere waren zum Beispiel nicht so liebevoll. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe jeden Tag mein Bestes gegeben. In der Zeit, wo ich nicht mehr konnte, wo ich fertig war, Burnout hatte, Depressionen hatte, nicht mehr kannte. Ja? Weißt du, was das Einzige war, was mich am Leben erhalten hat und mir das Gefühl gegeben hat, ich muss weitermachen? Indem ich jeden Tag am Abend gesagt habe, ich habe das Bestmögliche gemacht. Ich bin auch über Grenzen gegangen. Weil das Leben so funktioniert. Dem, der hat, dem wird gegeben. Dem, der nicht hat, dem wird genommen. Das Wenige, was er hat. Du brauchst nicht zu glauben, wenn du dann in Momenten, was auch ich in meinem Leben oft hatte und noch immer habe, ja, wenn man denkt, Gott, das ist so anstrengend, ich mache nichts mehr. Warum sind die Menschen so böse oft, so gemein und so gehässig und verurteilen und. Da hilft dir in Wirklichkeit nicht der liebe Gott oder irgendein anderer Mensch. Wie wir schon besprochen haben, Menschen können da sein für dich, die in diesem Moment bestärken. Aber dein Gefühl, das, was du spürst in dir drinnen, das ist immer das, was du in dir drinnen bist. Und das kann kein anderer Mensch richtig beeinflussen. Aber genau in den Momenten, wo du nicht mehr kannst, wo du nicht mehr kannst, wo dir keiner hilft,
Genau in diesem Moment, oder du das Gefühl hast, dass dir keiner helfen kann, genau in diesem Moment musst du am Arm sagen können, ich habe das Beste gegeben. Ich habe mir den Arsch aufgerissen, dass ich das Beste aus meinem Leben mache. Ich war auch liebevoll, wertschätzend, mitfühlend. Und ich habe jeden Tag das Beste gegeben. Und wir leben in einer Welt, in der nicht nur alles eitle Sonnenschein ist und es ein ganzer Ponyhof ist und nur liebevolle Menschen sind. Es gibt nachtbesessene Menschen, die dich benutzen wollen. Es gibt Menschen, die dich manipulieren wollen. Es gibt Menschen, die fordern von dir. Aber es liegt an dir, ob du den ganzen, mit dem Ganzen umgehen kannst oder nicht. Und aus diesem Punkt heraus, und jetzt mache ich schon das Ende, hör auf damit, gib nicht auf, du hast ein Leben, ein Leben. Rechne jetzt dein Lebensalter von der zu erwartenden Lebenserwartung ab. So viele Tage hast du noch die Möglichkeit, dass du dein Leben lebst, dass du glücklich bist, dass du schaust, dass du der beste Mensch bist, der du sein kannst. Vergleich dich nicht mit irgendjemandem, der andere Möglichkeiten hatten. Vergleich dich jeden Tag nur mit dem Vortag, dass du jeden Tag ein bisschen besser wirst. Und es gibt immer wieder Rückschläge, immer wieder, wo du denkst, ich höre auf, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und genau in so Momenten erinnere dich an dieses Video. An dieses Video. Du schaffst es, wenn du nur weitermachst. Wenn du weitermachst mit einem guten Herzen, mit einem wertschätzenden Herzen, mit einem liebevollen Herzen, aber auch mit dieser Stärke, dass du dich den Herausforderungen des Lebens stellst und nicht nur versuchst, alle Konflikte zu meiden. Du schaffst es. Du wirst es schaffen. Mach weiter. Mach einfach weiter.